So, alle da. Hoffe ich mal. Könnt ihr mich hören? Hat plötzlich alles schwarz geworden. Ja. Ja, da sind sie wieder. Alles klar. Ja, dann kommen zu unserem Austausch. Der Plan ist ja, dass wir unbeirrbar weiter an den Hindernissen dranbleiben, nachdem wir ja schon wochenlang gemeinsam erforscht haben, wie wir mit Metta die jeweiligen Hindernisse ein bisschen besser in den Griff bekommen. Versuchen wir das jetzt nochmal von einer anderen Richtung aus. So gut das mit, gerade bei der Ablehnung, mit Metta funktionieren kann, so interessant ist es auch, finde ich, das gerade einmal anders zu machen. Vielleicht kurz mal zum Nachdenken, was passiert, wenn wir viel Metta machen, entsteht quasi eine natürlich auch nicht beständige und dauerhafte, aber eine bestimmte kontinuierliche Gewohnheit des Geistes, auf Sinneseindrücke mit einer bestimmten Haltung zu reagieren. Sprich, eine Angewohnheit aufzubauen, wie wir Dinge, Menschen, Situationen wahrnehmen und welche Empfindung wir dann haben. Das heißt, Metta ist ein direkter Eingriff in unseren Lebenshaushalt, wenn man das so sagen möchte. Wir trainieren den Geist darin, Dinge auf eine bestimmte Art zu sehen und wahrzunehmen. Ne? Eben zum Beispiel durch diese, wie der Buddha das nennt, Befreiung des Geistes durch Schönheit, dass wir einfach erleben, dass wir den Geist bewusst auf etwas Heilsames und Schönes, eben Metta, ausrichten können. Und der Umgang der unmittelbaren Achtsamkeit mit einem Hindernis wie der Ablehnung ist vom Prinzip her ein bisschen anders, weil wir hier gar nicht direkt in die Interpretationsgewohnheiten des Geistes eingreifen und die verändern. Also indirekt natürlich auch irgendwie, aber primär beschäftigen wir uns damit, wie wir auf das, was sich gerade zeigt, sagt man da, ja, nicht minimalinvasiv reagieren. Eben gar nicht reagieren, sondern Dinge, Situationen, Wahrnehmungen, die wir als unangenehm erleben, so stehen zu lassen, wie sie sind, und zu lernen, dass es auch auf eine unangenehme Empfindung eine andere Lösung gibt als Ablehnung. Und ich finde das eine wichtige Ergänzung, weil wenn wir uns immer mit Metta quasi abschirmen vor unangenehmen Erfahrungen, die dann ja vielleicht auch immer weniger werden, ne, mit Metta, was ist ja auch das Schöne an Metta, was uns allen so gefällt daran und auch gut tut, dass man da doch viel leichter und freundlicher und mit einer positiveren Einstellung aufs Erleben zugeht. Und andererseits ist das vielleicht sehr wichtig, da das nicht als die einzige Strategie
im Ärmel zu haben, um unangenehmen Erfahrungen zu begegnen. Zum einen Meta ja auch nicht immer so aus der Pistole geschossen, wenn das eine gute Redewendung für Meta ist, dass das jetzt nicht immer so funktioniert. Und ja, auf seine eigene Art auch immer wieder das Erleben mit beeinflusst. Und für das gesamte Spektrum unserer Dhamma-Praxis ist es nicht immer sinnvoll, das uns anzugewöhnen, dass wir unsere Probleme lösen können, wenn wir das Erleben zu und nach unseren Vorstellungen beeinflussen. Ja, gerade wenn wir dann die gewonnene Freiheit von den Hindernissen verwenden wollen, um die Dinge zu sehen, wie sie sind, in ihrer Unbeständigkeit, in ihrer Bedingtheit. Da kann das irgendwie sich so reiben unter Umständen, wenn wir uns vorher auf dieser gemütlichen Metta-Wahrnehmung es uns zu bequem gemacht haben. Und, im achtfachen Pfad, bei der Beschreibung des achtfachen Pfades, spricht der Buddha beim zweiten Pfadglied, bei der rechten Gesinnung wird das oft übersetzt, der rechte Einstellung, sage ich dazu lieber Sammasankappa, auch die Ablehnungsfreiheit genannt als eine von drei Faktoren. Und ganz oft begegnet uns dann da eine Übersetzung wie ja eben Liebe oder Freundlichkeit und hat ein positiv, wenn man sich vielleicht denkt, man muss das ja irgendwie, das muss ja nach was klingen und ablehnungslos, das klingt ja nach nichts, das klingt irgendwie so langweilig oder so lätschert, würde man sagen in Österreich. So da. Da ist nichts Knuspriges dran. Und das ist eigentlich schade. Also man möchte auch ein bisschen ein Plädoyer halten für die Qualität der Nicht-Ablehnung. Das ist auch was Tolles ohne rosa Metta-Feuerwerk. Einfach diese stille, keine Ablehnung haben. Das kann auch genug sein. Und das ist eigentlich das, worum es uns geht, dass wir es schaffen, zum einen diesen Wohlfühlkiller Ablehnung, als auch diesen lähmenden Effekt der Ablehnung einmal abzulegen. Ja, also dass Ablehnung Wohlbefinden immer wieder zerstört, das kennen wir, denke ich, alle. Also es gibt vielleicht nur ganz wenige Dukkhas, die so intensiv sind wie ein richtiger ausgewachsener Zorn oder Ärger oder Hass sogar oder sowas. Aggression, das sind ganz stark brennende Dukkha-Zustände. Und besonders schlimm ist das als Angewohnheit für uns Dhamma-Praktizierende, wenn wir eben auch die Dinge sehen lernen wollen, wie sie sind. Weil eben dieser Lösungsansatz, diese Strategie, wenn mir was nicht passt, dann bell ich es an oder dann haue ich drauf und dann geht es weg. So quasi die Grundlogik der Ablehnung ist irgendwie in unserer Bakterien-DNA schon festgelegt.
in eine Bakterie in meinen Wassertropfen hineinschwimmt, dann fresse ich sie entweder auf oder ich schub sie da wieder raus. Und uns immer wieder in dieser Strategie zu üben, macht uns ja auch blind dafür, einen anderen Dukkha-Befreiungsansatz zu erkennen. Zu erkennen, dass wir Unangenehmes so wehren müssen, wenn wir es schaffen, uns nicht damit zu identifizieren. Dann ist das dieses ganze Wegschubsen und draufhauen ja eigentlich völlig überflüssig. Wir wissen das, oder wenn wir nicht nur wissen, sondern auch es können, dass wir Empfindungen nicht zum Teil unseres angeblichen Selbstes erheben. Denn dieser Reaktionsmechanismus, irgendwas fühlt sich nicht gut an und da muss ich, das kann ich gar nicht aushalten und da kann was nicht stimmen und da muss jetzt was geschehen, weil sonst Punkt, Punkt, Punkt. Ja, was sonst eigentlich? Sonst gibt es noch mehr Unangenehmes, Dukkha-Vedana. Es gibt noch mehr Empfindungen, die sich nicht so anfühlt, wie ich mir das wünsche. Aber das heißt, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir das kriegen, was wir ohnehin schon haben. Zumindest lernen, uns mit dem zu arrangieren, dass unangenehme Empfindung manchmal da ist. Können wir uns eigentlich diese riesen Ablehnungsmaschinerie eigentlich ersparen? Das ist jetzt mal, sage ich jetzt mal, so vom Dhamma-Standpunkt aus ein paar Gedanken dazu. Natürlich gibt es in zwischenmenschlichen Beziehungen und Begegnungen auch immer wieder die Notwendigkeit zu kommunizieren und ja, vielleicht auch das Verhalten anderer zu korrigieren, wenn das wirklich destruktiv oder schädlich ist. Aber als eine mögliche Reaktion von einer Auswahl verschiedener willentlich gesetzter Reaktionen. Und für einen Geist, der Ablehnung gewohnt ist, erscheint es oft als die einzig mögliche Ressource, auf die wir zurückgreifen können, dass wenn sich etwas unangenehm anfühlt, dass wir es sofort aus Prinzip schlecht und deswegen bekriegenswert und vernichtenswert erklären. Und das ist eigentlich das Problem, auch mit aller sozialer Berechtigung, uns eine gute Position im Leben zu verschaffen. Zu einem Hindernis wird die Ablehnung eben immer dann, wenn sie die Muster in uns stärkt, die uns immer wieder dazu bringen, uns mit etwas zu identifizieren, was wir in Wirklichkeit nicht sind, und zwar Empfindungen. Und der ganze Rest, der dann da oft dranhängt, natürlich auch. Ne? Wenn ich dann eine Wahrnehmung habe, die sind so gemein und ich bin so arm oder die sind so doof und das werde ich mir nicht gefallen lassen. Das sind dann lauter, wenn wir damit nicht geschickt umgehen, lauter Bausteine, mit denen unser Ich-Palast immer weiter in die Höhe wächst. Und das bringt uns dann auch nichts. So. Mit anhaftem Recht zu haben oder
sich durchzusetzen gegen Widersacher, wie gegen widerstrebende Umstände, bringt uns eigentlich überhaupt nichts. Es kann sogar schädlich sein, wenn wir uns das merken und uns denken, ja, das werde ich jetzt in Zukunft immer machen. Dann kriege ich ein sich immer mehr angenehm anfühlendes Ich heraus am Schluss. So wie ein Übermaß an unangenehmen Empfindungen, wenn man vielleicht zu starke Schmerzen hat oder wirklich in einer sehr belastenden Situation ist, so wie das ein Erschwernis werden kann für die Praxis, so kann es auch eben umgekehrt sein, wenn wir uns mit unserer Ablehnung so vehement immer wieder durchsetzen gegen unsere Umwelt, dass von außen wir wirklich alle Unangenehmheitsquellen eliminiert haben, dann kann das auch zu einem Hemmnis für uns, für die Entwicklung unserer Weisheit werden, weil wir dann ja vielleicht gar keinen Anlass mehr sehen, einen Ausweg aus Dukkha zu finden. So, jetzt habe ich schon ganz schön viel gequatscht. Und jetzt eröffne ich die Diskussionsplattform für euch. Dann möchte ich was dazu sagen zu dem Thema. War eine sehr interessante Meditation. Und es scheint mir, wenn es in unserer Praxis nicht mehr darum geht, irgendwas Angenehmes zu erreichen oder zu erleben, oder auch nichts Unangenehmes zu erreichen und zu erleben, dann wird es wirklich interessant. Also dann geht Praxis wirklich tiefer. Ja, und dann kann man sich mal auch fragen, wenn es mir nicht darum geht, jetzt Angenehmes zu leben, warum geht es dann eigentlich? Wo will ich eigentlich hin? Und ich will jetzt gar nicht eine Antwort darauf geben, aber das kann eine ganz interessante Frage sein. Und ich glaube, es kann auch sehr interessant sein, das mit Empfindungsbetrachtung einfach zu verbinden und so die Einstellung in die Meditation hineinzubringen. Es ist unangenehm, aber das ist in Ordnung. Einfach mal, um das wirklich, weil es ist ja wirklich ganz natürlich, dass unangenehme Empfindung zur Ablehnung führt und angenehme Empfindung zu haben wollen führt. Ja, so diese zwei kleinen Dinge sind mir dazu aufgefallen und eingefallen. Ja, darum ist eine wirklich interessante Praxis, weil es eben auch oft in der Praxis darum gehen kann. Letztendlich geht es ja darum, von Dukkha frei zu sein. Und das ist ja auch vollkommen gerechtfertigt. Aber eben der Weg dazu geht eben auch darüber, die Dinge einfach annehmen zu können. Ja, so viel dazu. Ja, genau. Ich habe noch mal eine kleine Illustration gefunden zum Thema Ablehnung. Letztes Mal hatten wir ja die Sinnesvier von Bugs Bunny abgebildet. Ist vielleicht ein bisschen überzeichnet, aber ich fürchte, wir alle kennen diesen Zustand, dem wirklich ja, diese Ablehnung, vielleicht subtil oder vielleicht auch ganz rabiat, uns das Gefühl gibt, ich kann das eben nicht und ich will das auch nicht, wie
du gerade gesagt hast, an Gamaji, dieses Gefühl jetzt mit Gelassenheit aushalten, sondern mein Problem ist nicht, dass ich jetzt dieses Gefühl habe, sondern mein Problem ist, dass jemand, dass etwas so furchtbar ist oder so ungerecht oder so entgegen dem, was ich will und was ich verdient habe und was ich möchte. Da kann es eben kann man in so einen Kreislauf hineinkommen, ne? Wo mich stört was und erlebe ich Ablehnung und die ist natürlich auch unangenehm. Und dann sind die Umstände auch noch daran schuld, dass ich mich jetzt ärgern muss. Oder dann kränkt das vielleicht das Bild, das ich gerne von mir habe, als jemand, der sich nicht viel ärgert. Und so geht es dahin. Wie die Haushälterin Wedehicker, an Gamaji, kannst du dich erinnern, was der Gleichnis von der Säge. Nein, oder war das die Magd Kali? Ja, genau, aus der gleichen Sutta, ja. Wo so eine Haushälter, also ein Haus, wie sagt man da, Hausleutin, Haus. Dame, Hausdame. Hausdame, das klingt komisch. Also eine nicht ordinierte Buddhistin, von der es den Ruf, die in den Ruf kam, dass sie ganz geduldig und freundlich und voller Metta ist. Und ihre Dienerin, die Kali, die war sich da aber nicht so sicher und die hat dann angefangen, ihre Herrin zu testen, ob die wirklich so unerschütterlich Metta hat, und am Schluss hat sie dann einen Türbolzen gegen den Kopf geschmissen bekommen, weil sie das eben vielleicht auch übertrieben hat mit ihrer Geduldsaustestung. Und kann eben schnell passieren, ne? Dass wir eigentlich schon das Gefühl haben oder ja auch schon die Einsicht besitzen, dass es mit der Ablehnung nicht sinnvoll weitergeht und das dann doppelt schmerzlich ist, wenn wir erkennen, dass das trotzdem ein sehr dominanter Faktor unseres geistigen Lebens sein kann. Da ist es dann in der Metta-Übung manchmal so Polarität kann sich da aufbauen. Und manchmal bin ich der oder die da ganz innig voll Liebe in der Meditation sitzt und eine halbe Stunde später ärgert mich vielleicht irgendeine Kleinigkeit und dann bin ich vielleicht auch noch erschüttert darüber, wie das denn sein kann und wer bin ich denn jetzt überhaupt? Und ich bin doch die Metta-Person und plötzlich ärgere ich mich wieder. Ne? Und die durch die Achtsamkeitspraxis ist auch vielleicht mehr Raum gegeben, um an der Identifikation mit diesen Empfindungen zu arbeiten und zu sehen, ja, das kann sich auch ganz furchtbar anfühlen, aber in der beobachtenden Haltung kann ich trotzdem den Effekt verringern, dass das jetzt ich sein muss. Dass das Teil von mir und mein Problem und mein Drama ist, dass ich immer so behandelt werde. Und dann ist das halt eine Empfindung. Also ich komme da immer ins Schlingern, wenn ich starke körperliche Schmerzen habe. Und ich erinnere mich ganz dunkel daran, dass im Nauyana-Kloster in Sri Lanka, da war man ganz stolz drauf, dass es einen Mönch gab mit einem eitrigen Zehennagel,
starken Schmerzen anscheinend oder auch nicht, das hat man nicht mitbekommen. Und der war da anscheinend schon so weit, dass er noch nicht mal mehr die Betäubungsspritze haben wollte. Und das fanden alle ganz toll. Ja, konnte ich so nicht ganz nachvollziehen. Entweder ist der mir 10, 20, 30 oder wie viele Lichtjahre voraus in der Praxis. Aber bei körperlichen Schmerzen empfinde ich da immer starke Ablehnung. Unangenehme, stark unangenehme Gefühle. Und da ist also für mich jedenfalls noch nicht so einfach, dass ich dann sagen kann, okay, da ist jetzt keine Identifikation oder ich kann das einfach so neutral beobachten. Das lässt dann die Achtsamkeit in dem Moment nicht zu. Also geht es mir weil jetzt auch so, weil gerade wenn das wirklich irgendeine deutlichere körperliche Ursache hat und jetzt nicht nur ein sehr kurzer Schmerz ist, dann ist es ja auch so hartnäckig, ne? Ja, genau. Also wenn sich das vielleicht länger zieht. Vielleicht hartnäckiger als eine soziale Situation, wo ich mich ein paar Minuten über jemand ärgere und dann bin ich eh schon wieder mit was anderem beschäftigt. Genau. Ja, obwohl so Dauer... Das so Dauerprobleme in vielleicht, ich weiß nicht, in Beziehungen oder Hausgemeinschaften, falls man in Klöstern oder Meditationszentren lebt, wo man vielleicht auch dann tagtäglich immer wieder mit demselben Kram konfrontiert wird und immer wieder sich respektlos behandelt fühlt oder sonst irgendwas. Das kann auch sehr schwer auszuhalten sein. Ne? Ähnlich wie so vielleicht ein chronisches körperliches Leiden. Wenn sich da schon, wie das im physischen, körperlichen passieren kann, wenn sich so eine Schmerzwahrnehmung einbrennt. Gibt es auch im Psychologischen, denke ich, dass man einfach schon so Wahrnehmungsgewohnheiten schon so schnell immer wieder die gleiche Leseart abfeuern, dass man da fast gar nicht mehr rauskommt. Und vielleicht manchmal auch im Zweifelsfalle etwas schon als Angriff liest, was überhaupt nicht so gemeint war. Ich hätte auch noch, Entschuldigung, ich hätte auch noch was zu sagen. Ich bin also generell eher so ein Vibhavatana-Typ. Und mir ist es auch am Wochenende in den Übungen so gegangen, dass ich dann beim Loslassen der Sinnlichkeit immer so eine tiefe Ernüchterung spüre. Und das neigt ja alles eher hin zur Ablehnung. Und das ist für mich auch eine wirkliche Herausforderung, weil ich nicht immer das Metta auf Anhieb so griffbereit habe. Also mir ist das sehr, sehr wichtig zu lernen, dass das Unangenehme halt ist und dass ich mich nicht immer auf diese Ablehnung einlassen muss. Weil ich habe auch gemerkt, wenn ich das zu oft mache, dann entsteht auch so eine Art Wurstigkeit. Also, dass man wenn du was zu oft machst? Die Ablehnung nicht zu wollen, dann geht das so schnell über in, das ist mir jetzt wurscht, aber das hat ja nichts mit Gleichmut zu tun. Also das ist ja kein Gleichmut. Also da ist für mich so eine Dauerübung angesagt. Und da ist es wichtig zu lernen, was ist jetzt die richtige Methode, um nicht in diese Gleichgültigkeit so auf Anhieb zu verfallen, nur um mit der Ablehnung umzugehen? Naja, das, was man jetzt Gleichgültigkeit oder Wurstigkeit nennen würde, wäre ja eine geistige Reaktion, die
sich vom bewussten Erleben der Empfindungstöne abwendet und sich mit was anderem beschäftigt. Und durch die Achtsamkeitspraxis wenden wir uns ja gerade den Empfindungstönen zu. Ja, und dadurch kann ja auch ein gleichmütiger Zustand entstehen. Und der ist dann ja durchaus legitim und auch heilsam. Mhm. Aber der besteht ja eher daraus, dass die angenehmen, unangenehmen und neutralen Empfindungsvarianten uns nicht mehr mitreißen. Aber also ja, ein bisschen weiß ich, ein bisschen entspringt dieses Damoklesschwert der Gleichgültigkeit, das wir uns selber so über den Kopf knüpfen, auch unserer westlichen Konditionierung durch die Psychologie, glaube ich. Aha. Weil also in dem Konstrukt des Dhamma ist das eigentlich, der Buddha hat das nicht als ein Hindernis oder ein großes Problem dargestellt. Ne? Es gibt vielleicht Hindernisse, die damit was zu tun haben, zum Beispiel die Lethargie, das könnte in so eine ähnliche Richtung gehen. Wenn man sagt, ich will das alles gar nicht mitkriegen, ist mir doch egal, ich möchte jetzt einfach nur in einem verdösten Zustand da mich rausziehen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass manchmal auch schon, weil du es, gerade weil du jetzt auch erwähnt hast, dass dann auch Ernüchterung eintritt manchmal und dass wir vielleicht auch manchmal durchaus ein sinnvolles Resultat der Dhamma-Praxis doch wieder in den Gleichgültigkeitstopf hineinschmeißen, weil wir das eben in unserer Begrifflichkeit so gewohnt sind. Jetzt interessiert sich mein Geist nicht mehr so wie das Emotionsdrama, ja hoppla, da stimmt ja was nicht, ich muss ja alle Gefühle immer ganz tief spüren und das ist doch so wichtig. Na, und mit diesem Konditionierungsset im Hinterkopf stecken wir dann vielleicht auch Zustände in die Gleichgültigkeitsschublade, die eigentlich durchaus sinnvoll sind. Ja, danke, sehr hilfreich. Danke. Und die beste Art, jetzt rein praktisch, weil du ja auch davon gesprochen hast, ein immer wieder nicht zu vernachlässigendes Fundament von all dem ist die Körperachtsamkeit, eben durch so eine einfache Übung wie das achtsame Erleben des Atems im Körper, weil dadurch erst der Bezug erzeugt wird oder die Rahmenbedingungen erzeugt werden, in denen wir mit unserem Geist etwas Gegenwärtiges beobachten können, ohne wieder in unsere Gedankenwelt und unsere Optionen in der Zukunft und das ganze Spektakel hineinzurutschen. Verstehst du, wie ich das meine? Ja, das verstehe ich. Das hat mir auch sehr geholfen, dass man von der nur von den vier Elementen anzugehen, was wir über das Wochenende auch geübt haben, dass man das einfach mal alles, das Papancha weglässt und einfach nur, das ist ja auch sehr ernüchternd, dass eigentlich alles nur aus den vier Elementen immer wieder zusammengepanscht wird. Und also diese Herangehensweise, die war für mich auch schon sehr aufschlussreich, dass man das auch auf die Sankaras beziehen kann und nicht nur immer rein körperlicher Druck
oder Hitze, sondern dass ja auch das geistige Erleben im Prinzip auch nichts anderes ist als eine Zusammensetzung von den vier Elementen ausgehend. Eine Frage noch? Ja. Aus meinem Verständnis, ich möchte ja Befreiung. Befreiung ist ja mein letztendliches Ziel, auch von diesen angenehmen oder unangenehmen Gefühlen. Und die Befreiung kann sich aus meiner Sicht ja nur einstellen, wenn entweder dieses Gefühl gar nicht mehr in mir aufkommt oder wenn das Gefühl, was wahrscheinlich nicht passieren wird, oder wenn die Gefühle da sind und ich kann mit den Gefühlen sein, ohne dass ein Handlungsimpuls kommt, der den Gefühlen ausweichen möchte oder sie verändern, dass ein mir angenehmes Gefühl nachfolgt. Also ich hatte heute unangenehm war es eigentlich nicht, ein Gespräch, wo aber Unklarheiten bei mir da waren und es war für mich ungeklärt. Ich weiß noch nicht, was dabei rauskommt. Und hatte am Anfang der Meditation sehr stark dieses unangenehme Gefühl eigentlich. Also es war auch eine Ablehnung. Und dann mit der Meditation aber und mit der Achtsamkeit auf den Körper, wo ich auch gar nicht dann in diese Aktion reinkam, ja, da was tun oder verändern zu müssen, hat sich das unangenehme Gefühl dann gegen Ende tatsächlich dann aufgelöst. Ja, schade eigentlich. Da hast du ja nichts mehr zu tun gehabt. Naja, aber es werden ja neue unangenehme Gefühle nachfolgen, nehme ich an. Ja, na, ich sage das jetzt ein bisschen im Spaß, aber auch weil vielleicht noch als letzten Punkt, bevor dann die Zeit ja auch schon wieder um ist, ist das eine Frage vielleicht auch oder so ein leiser Zweifel. Ist das denn die Aufgabe der Meditation, dass das unangenehme Gefühl irgendwann aufhört? Angesichts dessen, was du im ersten Teil deines Kommentars gesagt hast. Also ich habe die Meditation nicht mit der Absicht gemacht, dass es verschwindet. Aha, aber es ist halt dann trotzdem verschwunden. Genau. Und das hast du dann auch dankbar angenommen. Genau. Ja, gut. Also vielleicht habt ihr ab und zu mal in Ausnahmesituationen die Gelegenheit, mit eurer Ablehnung in Berührung zu kommen in den nächsten Tagen. Und dann erinnert euch vielleicht dran, was wir gemeinsam besprochen und meditiert haben. Und wäre schön, wenn das im Alltag weitergehen kann und unser aller Geister immer freier werden von diesem Hindernis, das uns schon so lang in Samsara involviert hält. Dann danke fürs Mitmachen und einen schönen Abend noch. Dann vielleicht bis Freitag. Ich schicke es euch nochmal im Signal, wo hoffentlich alle dabei sind. Und sonst kommt einfach um 17 Uhr, um 19 Uhr am Samstag dazu, wenn ihr wollt. Tschüss.